Welke dingen van de wedstrijd tegen RKC wil je graag meenemen voor de wedstrijd tegen Twente? Nou ja, ich habe altijd von einem Prozess gesprochen und ich sehe natürlich tägliches Werk mit den Spielern, dass der Prozess echt von Beta lobt und lobt und lobt. Das bedeutet, in RKC haben auch die Zuschauer nur auch gesehen, was ich altijd bedoel. Mit Intensität, mit Footballen, mit Groning-DNA immer deutlich gesehen. Jammer natürlich, dass wir die Hälfte von der Zeit unter Tage gespielt haben. Mal jeder hat gesehen, was ich bedoel. Nun sagen wir, ob der 100% Intensität. Es war heel mulig, jemanden zu wisseln. Warum? Können wir noch Impuls bringen? Kein Impuls? Was können wir tun? Und es war echt mulig, jederen Heft auf sein hohes Niveau gespielt. Darum war es mulig zu wisseln. Kompliment an die Spieler. Nun seien sie auf der Intensität von 100%. Und das haben wir gesehen, das war fantastisch. Allein natürlich auch da wäre jammer, dass wir sehr viel Kartoche im Gegensatz geben. Und sind wir dann mit 2-2 nach Dagestan und habe gesagt, oh, 2-2 im Punkt, Untertal, Peter Rath nicht. Und dann kam natürlich auch die Situation 10 Minuten vor 1 von der Wettstreit. Aber wer hat die Situation gehabt in Kreu, Tüwierig? So haben wir natürlich die 2-2 gemacht und dann würde man eine 3-2 machen. Und da waren wir, ich sag mal, naiv. Der Inkoi war es okay, aber dann haben wir nicht mehr das Strukturrad. Da waren beide Zentralverteidiger im Mittelfeld. Unsere Backs mussten dann Zentralverteidiger spielen und dann denke ich, ja, das ist dann auch naiv gewesen. Und haben auch natürlich darüber gesprochen in der Analyse und jeder hat gesagt von der Bruch, ja, das war echt naiv. Aber das war dieses, wir wollen winnen. Und das ist auf der einen Kante, das ist fantastisch. Und der andere kann, muss ich auch mal sagen, ein 2-2 Toys mit Unterteil muss man akzeptieren. Und eigentlich ist es auch positiv zu sehen, dass die Jungs in jeder Fall willen winnen. Dann nehmen wir mehr vor der Wettstreit gegen Twente. Man natürlich nicht, dass wir Unterteil spielen gegen Twente. Das nehmen wir nicht mehr. Und im Verlauf von der Weg, auch da haben wir gegen unsere echt gute Unterinnen-20 gespielt. Ich will es nicht groß machen, wir haben gewonnen, 4-1, das ist, will nicht groß machen. Ich habe auch mal 4 Wegeläden gesagt, unsere sogenannte B-Gruppe verliest sich unter 21, kann nicht sein. Aber auch da sehe ich eine Entwicklung. Nun verslagen wir unsere eigene unter 21, die echt gut ist, 4-1. Das bedeutet auch, wer unsere Jungs achtete Basis-11 sein, auch Peter und Peter qua Intensität. So sehe ich als Trainer einen Prozess, der positiv ist, allein die Ausschlagen sind noch nicht da. Was verwacht je van je ploeg zondag? Dat zu winnen. Ich habe ja Erfahrung mit Twente, wir haben auch mit Heracles einmal gewonnen. Es ist alles ist möglich. Man, wir müssen natürlich auch die Stärkte von den Gegenstandern auch als unsere Stärkte sehen. Und so als ich gesagt habe, vor allem in der Umschaklingssituation, muss man sehr schnell sein. Der Gegenstand tut das auch. Und das können wir. Und ich habe auch das Gefühl, so in der Bluch, so, es ist tight. Sie sind alle heel enthusiast. Sie sehen, dass sie stärker worden und die Tage sind deutlich. Darum sind wir heel positiv. Over wie kun je niet beschikken komende zondag? Niet beschikbaar is Radino Balker. Dat weet man. Regelrood tegen RKC. Van Gelderen heeft nog zijn spierprobleem. Dat duurt natuurlijk nog tot de nieuwe tweede voorbereiding. In Hellas ook Musamba heeft een training ook een knieprobleem. Is deze week aan de knie geopereerd worden. En is ook niet beschikbaar tot de voorbereiding. Van volgend seizoen? Ja, Mitte, Anfang, Beginn von Dezember beginnen wir mit der zweiten Vorbereitung. Tot diese Zeit sind Van Gelderen und Musamba nicht beschickbar. Und dann gehen so 900 Supporters mee nach Enschede. Fühlen jullie als Team de Steun von den Supporters? Ja, von der ersten Minute, von der ersten Sekunde an. Das haben wir altijd gesagt. Das ist ja der Eudjahring, die wir haben. Wir wollen ja gerade diesen Menschen auch laden ziehen, dass wir die Unterstützung genieten. Man muss auf dem Feld auch laden ziehen, es muss zurückkommen. Ich habe altijd gesagt, in meinem Bluch, wir können die altijd Unterstützung kriegen, man muss auch iets zurückgeben und das ist Prestatie. Unterdessen sehe ich das auch. Und Prestatie, die Basis ist altijd Intensität, Fitheit und die haben sie nie. Und darum denke ich, können wir auch zurückgeben.